feiern heute das 10. Heideblütenfest und es ist ein ganz wunderbarer Tag mit bestem Wetter, nicht zu warm, nicht zu kalt, nicht zu feucht, nicht zu trocken. Und deswegen sind auch sehr viele Leute hier, was mich außerordentlich freut. Es ist ein schönes Beispiel für eine gute Verbindung zwischen Nationalpark und Bevölkerung. Wir haben zusammen mit Alten Lotheim, mit dem Ortsbeirat und mit vielen freiwilligen Helfern das Fest organisiert. Und es findet wirklich sehr, sehr guten Zuspruch. Rund um das Dorfgemeinschaftshaus in Alten Lotheim hatte sich der Regionalmarkt etabliert. Ausstellungen wie hier zur Waldwirtschaft und Nachhaltigkeit. Viele bunte Stände und begleiten Sie Edderdampfradio auf dem Bummel rund um den Regionalmarkt. Der Landkreis Waldeck-Frankenberg ist vertreten. Der Schäferwagen, ein Naturschutzprojekt, Kellerwaldregion des Kellerwaldvereins. Kleiner Blick nach innen. Rainer Olsen, der Vorsitzende mit dem sogenannten Schäferbuch, Interessantes über seltene Hausterrassen und Schäferei. Das leibliche Suppe wurde bestens gesorgt, alles regionale Spezialitäten und frisch zubereitet. Und hier sind die Angler und gleich kommen die köstlichen goldbraunen Forellen aus dem Rauch. Gute Laune, Wächtel, gab es auch. Man kann also den kleinen Kerlen nicht böse sein und wer einen mürrischen Blick hat, braucht sich nur die Wichtel zu betrachten und dann kann man nicht lange ein ernstes Gesicht machen. Hergestellt und das Schlachtvieh beziehen wir aus der Region Waldeck-Frankenberg. Wir schlachten das selber und alles ist aus eigener Herstellung. Die Freunde der Quernst, der Kapelle im Nationalpark. Frische Milchshakes, alles Produkte aus der Region. Bunte Verkaufsstände mit vielerlei Informationsstand des Nationalparks. Naturprodukte. Auch für das körperliche und geistige Wohlbefinden. Holzarbeiten wie hier für den Garten. Ein Hochsitz, Vogelhäuser. Das Ganze wird in der Region, in dem Fall in Edertal-Kleinern, produziert. Alles für den Schulanfang und Erbauliches. Und Schmidt-Lotheim, der Nachbarort von Alten-Lotheim, war vertreten. Nächstes Jahr wird große Feier starten. Zu dem Zweck hat man Hopfen selber angebaut. Und hier gab es die Verköstigung des selbstgebrauten Biers. Das heißt, wurde in der Schwärmer Brauerei gebaut mit eigenem Hopfen. Allerlei Nützliches zur Dekoration und frisches Obst und Gemüse von einem regionalen Händler. Eine Kleintierausstellung. Und hier Filzarbeiten mit Nicole Backhaus, Nationalpark Kellerwald-Edersee. Großmutter, Enkel und Mutter versuchen sich also hier beim Filzen. Kinderschminken ist immer eine Attraktion.
weit über die Region bekannt ist das Biospeiseeis von Webers aus Leisa. Ziegenspezialitäten. Schmuck oder Kerzenhalter und natürlich die Kaffeetafel vom Hausfrauenverein Altenlotheim. Nachmittags sehr begehrt, keinen Platz mehr zu bekommen im Dorfgemeinschaftshaus. Das schmeckt den Altenlotheimern besonders. Der Musikverein Frankenau sorgte für die nötige musikalische Unterhaltung, Blaskapelle Frankenau, um genau zu sein. Hier versucht sich der Leiter des Nationalparks Manfred Bauer, nebst Gemahlin, an Stempeln auf kleinen Holzscheiben, Nationalpark-Mitarbeiterin und Mitarbeiterin, fertigen diese Buttons bzw. diese Stempel. Ja, und immer noch Gedränge beim Kinderschminken. Mit Spannung erwartet wurde das Schaflotto der Feuerwehr Altenlotheim. Doch der gemütliche Rollenschafbock hatte überhaupt keine Lust, seine Losung auf eins der Felder zu setzen. Viel lieber ließ er sich von den Kindern streicheln und füttern. So wurde dann zum Schluss der Preis verlost. Gewonnen hat unter anderem Lara Nagel den Hauptpreis, eine Kutschfahrt für 15 Personen.